Das war scheinbar eine schlechte Idee. Okay. Seine Tasche abnehmen. Was machst du? Das Pferd hätte fast die Wache aufgeweckt. Der Knoten ist zu fest. Etwas Hafer, den ich in Williams Satteltasche gefunden habe. Okay, damit können wir doch bestimmt das Pferd. Ach, du armer Kerl. Willst du was zu fressen? Das Pferd ein bisschen ruhig stellen. Es ist jetzt ruhig. Versuch aufzusteigen, Richard. Aber wohin geht es? Nach Winchester natürlich. Wir müssen Vater finden und mit dem König sprechen. Sie müssen erfahren, was hier geschehen ist. Jetzt steig auf. Wir haben nicht viel Zeit. Und Schihop. Und jetzt ich. Hey, ihr da! Stehen bleiben! Schneidet ihnen den Weg ab! Jetzt schnell. Weg hier. Verfolgungsjagd. Oh weia. Der Gedanke, dass sie uns einholen könnten, ließ mich schnell weiterreiten. Es regnete ohne Unterlass. Nach einer Weile wurde Richards Wimmern schwächer. Aber ich wagte nicht zurückzublicken, in der Furcht, William Hamley direkt auf unseren Fersen zu sehen. Ich zwang das Pferd zu einem schärferen Trab, in der Hoffnung, dass mein Bruder nicht seinen Wunden erliegen würde. So. Über Heidstedt. Wir ritten in Richtung Winchester. Der König würde die Dinge richten, wenn wir ihm alles erklären. Das müsste er einfach. Es dauerte nicht lange, bis Richard Als ich ihm die Hand auf die Stirn legte, erkannte ich, dass er hohes Fieber hatte. Sein verstümmeltes Ohr war rot, heiß und geschwollen. Ein Laut ließ mich aufschrecken. Aus dem Dickicht des Waldes trat eine Frau. Ich wollte schon den Dolch ziehen, den ich am Unterarm trug. Ich fragte sie, wer sie sei. Dies sei ihr Wald, antwortete sie. Also müssten wir uns zuerst vorstellen. Ich sagte, ich sei die Tochter des Grafen von Shiring und reise mit meinem Bruder. An eurem Gebaren erkenne ich, dass ihr vom Adel seid. Sie lächelte und erklärte ihrerseits, sie sei die Frau des örtlichen Waldhüters. Als sie Richards Ohr bemerkte, sagte sie, er brauche Hilfe. Zum Glück sei ihre Hütte in der Nähe. Sie bot uns Essen und eine Unterkunft an. Sehr gut. Ja, wir kennen sie doch. Das ist doch bestimmt die Mutter von dem Rotschopf. Vertrauen wir ihr. Wir folgten ihr zu ihrer Hütte. Es war weiter, als sie uns hat glauben lassen. Obwohl. Dort half ich meinem Bruder aus dem Sattel und ließ die Frau die Zügel des Tiers nehmen. Die Hütte war karg, die Einrichtung spärlich. Was haben Drin wir zu... Drin war es fast so kalt wie draußen. Von Verlieren. Ihrem Mann keine Spur. Richard ließ sich erschöpft auf einen der knarrenden Hocker fallen. Die Frau zündete ein Feuer an, das knisternd zum Leben erwachte und einen warmen Schein verbreitete. Ich erhob die Stimme und wiederholte eindringlicher, dass Richard sterben könnte, wenn wir jetzt nicht handelten. Bei meinen Worten schien die Frau aus ihrer Abwesenheit zu erwachen. Sie nickte zum Feuer. Draußen war ein Geräusch zu hören und ihr Gesicht nahm einen seltsamen Ausdruck an. Dann begann sie zu erklären. Um eine Wunde zu schließen, müsse man ein heißes Stück Metall vorsichtig gegen das Fleisch pressen. Dies würde die Dämonen und üblen Gerüche daran hindern, in den Körper einzudringen.
Der Blick der Frau sprang immer wieder zur Tür. Und so drehte ich den Kopf, um ihm zu folgen. Den Blick richtig in den Körper eindringen, und das ist... Normalerweise kommen sie ja aus dem Körper raus, aber gut. Nur einen Moment, nachdem ich den Kopf gedreht hatte, zeigte meine eigene Klinge auf mein Gesicht. Sie hatte den Dolch in meinem Arm bemerkt und ihn herausgezogen, bevor ich wusste, was geschah. Sie entschuldigte sich. Es sei eine raue Welt und ihr Gesetz sei, zu fressen oder gefressen zu werden. Plötzlich hörte ich Lärm von draußen. Er ist hier, sagte sie. Na toll. Kämpfen oder fliehen, kämpfen oder fliehen, fliehen. Ich wartete auf den Moment, in dem ihr Blick wieder zur Tür ging. Ich stürzte auf Richard zu, aber etwas packte mich am Handgelenk. Die Hand war zu groß und grob, um ihr zu gehören. Ein Mann schleuderte mich zur Seite und ich landete hart auf dem Boden. Alles drehte sich. Oh nein. Er sah uns und unsere Waffen an und brach in Gelächter aus. Er trat näher, um nach Richards Schwert zu greifen, aber seine Frau mischte sich ein. Wir können das nicht verkaufen. Jeder würde wissen, wem das Schwert gehört. Der Mann knurrte zustimmend. Wir hätten mir nichts vertrauen sollen. Bevor sie ihm nachging, warf sie meinen Dolch vor mir auf den Boden. Damit kannst du die Wunde deines Bruders ausbrennen, sagte sie und verschwand. Wir hörten das Wiehern von Williams Pferd und Hufgetrappel von draußen. Nö. Wir standen wie erstarrt da, bis Richard mir sagte, ich sollte mal nachschauen. Als ich rausging, waren die Wegelagerer längst über alle Berge. Williams Pferd hatten sie mitgenommen. Die Hütte hatte ihnen vermutlich nie gehört. Aber wenigstens hatten wir jetzt für die Nacht ein Dach über dem Kopf. Das Feuer brannte. Ach, so schreck. Wir hatten keine andere Wahl, als dem Wort einer Räuberin zu vertrauen. Der glühende Dolch zitterte in meinen Händen. Tu es, Ellie. Ich halte das aus. Richard versuchte tapfer zu klingen. Ein schreckliches, zischendes Geräusch und der Gestank von verbranntem Fleisch erfüllte die Hütte, als die Klinge sein Ohr berührte. Aber es schien seine Wirkung zu tun. Während Richard schlief, bewachte ich die Tür stundenlang. Aber schließlich fielen auch mir die Augen zu. Aha. Und weiter geht's. 2 Tage lang gingen wir zu Fuß weiter, nur kurze Pausen dazwischen. Aber schließlich erreichten wir die Tore von Winchester. Richard war schwach, aber wenigstens waren wir noch zusammen. Gemeinsam würden wir schon einen Weg finden, diesem Albtraum zu entkommen. Okay. Sollen die Erde werden Winzerät. Kapitel 8, Aliena. Was du getan hast gegenüber William, hast du für dich selbst gesprochen. Du hast William absichtlich provoziert, indem du ihm verdorbenes Fleisch serviert hast. Du hast Richards dafür kritisiert, dass er William angegriffen hat. Du bist erfolgreich aus Earls Castle geflohen. Du hast der Frau im Wald vertraut. Du wirst von ihr ausgeraubt. Du kannst Richards Wunde ausbrennen und bist sicher in Winchester angekommen. Jo, dann machen wir gleich weiter. Übrigens, danke für die zwei Spiele auf Steam an Modi, falls das ihr seht. Falls irgendwie mal, ja, falls ihr gerade zuschaut. Danke für die Geschenkspiele auf Steam. Habe ich gerade live erhalten. So, wir spielen weiter. Akzeptieren unser Schicksal und weiter geht's. Kapitel 2. Oder Kapitel 9. Ja, wie man es nimmt. Der Schwur. Aha, in Winchester angelangt. Sind wir also. Wir haben es geschafft. Jetzt können sie uns nichts mehr antun, nicht wahr? Immerhin gibt's hier Gesetze, die uns schützen, richtig? Ich denke schon. Aber wir sollten unser Glück nicht auf die Probe stellen und schnell nach einer Unterkunft suchen. Dann lass uns gehen. Wohin willst du denn? Zu unserem Stadthaus natürlich. Okay, und schon geht er los. Stadthaus.
Aha. Und wir gehen zur Taverne. Jo, erstmal ein bisschen saufen. Ich sollte erst Richard holen. Ach, schade. Haus. Westtor. Schloss. Schloss. Südwesttor. Kirche. Taverne. Ich sollte erst Richard holen. Ja, ja. Ab in die Kirche. Die macht aber Umwege. Ich sollte erst Richard holen. Und dann gehen wir zu Richard. Ellie, es ist jemand hier. Ob es Vater ist? Glaubst du? Irgendwo muss er schließlich sein. Ja, das hat uns schon mal nichts gemacht, aber let's go. Wer ist da? Es ist Percy Henley. Weg hier! Aber was? Schnell. Ich hack dir die Hand ab, wenn ich dich kriege, du Bastard! Ruhe da! Komm wieder rein, sofort! Du musst besser aufpassen, dass du nicht so schnell die Beherrschung verlierst. Wir wissen noch nicht, wer auf unserer Seite steht. Sei vorsichtig, höflich, mach einen guten Eindruck. Sie müssen dich alle mit dem König tanzen sehen, jeden Tag. Bis er dich zum Grafen macht. Ich hab ihn vor Bartholomäus Rebellion bewahrt. Sollte das nicht reichen? Gib ihm nur einen Grund und sie werden dich nicht zum Grafen machen. Das darf nicht passieren. Sie sind in unserem Haus. Sie haben es einfach gestohlen. Wir werden wohl woanders schlafen müssen. Ich kann es nicht glauben. Komm jetzt, bevor uns noch jemand sieht. Das Tor ist zu. Wir kommen besser morgen wieder. Das Südwesttor. Die Tore sind nachts geschlossen. Die Kirche. Taverne zum tänzenden Pony. Die Kette da alle. Ach Gott, was ist denn mit deinem Ohr passiert, Junge? Hast dich wohl in deinem Angelhaken verfangen? Wir haben gehofft, wir könnten heute Nacht hier bleiben. Wir haben einen langen Weg hinter uns und sind sehr erschöpft. Tut mir leid, alles belegt. Der König ist in der Stadt. Es wimmelt nur so von Edelleuten. Kommt nächste Woche wieder, wenn die großen Fische aus dem Teich sind. Dann habe ich vielleicht ein Plätzchen für euch. Ellie, er hatte mich gefragt. Tja, dann sag nächstes Mal auch was. Ach, wie auch immer. Tja, die Kirche. Ist da Unterschlupf für uns. Vater, dürfen wir reinkommen? Ich kann jemanden hören. Hallo? Wir sind Fremde und suchen ein Nachtlager. Sie scheinen uns hier nicht zu wollen. Aha. Eine Kathedrale. Suchen wir nach Platz zum Schlafen. Es ist so still. Ist bei den Mönchen nicht bald Zeit für die Abendmesse? Ich glaube nicht, dass sie ihn hier... Okay, dann müssen wir noch Vater suchen. Okay, wo gehen wir als nächstes hin? Hier die Taverne noch mal fragen. Sieh dir das an! Ein Krüppel mit einem Schwert und seine Bettlerbraut. Wenn ihr ein lauschiges Plätzchen sucht, es gibt da hinten eine Scheune. Wir suchen einen Platz zum Schlafen. Ihr könnt mein Zimmer haben, bis ich mit dem Bier fertig bin. Das sollte euch Turteltäubchen ja reichen. Nee, ich weiß nicht. Was ist los? Warum gehen wir wieder? Das ist unwürdig. Vater wäre entsetzt, wenn wir mit diesen Leuten in einem Haus blieben. Aber Ellie, sie haben nur Spaß gemacht. Komm, schauen wir weiter. Nee, ich will bleiben. Also es ist vielleicht das beste Angebot.
Ich weiß nicht, was passiert, Lass aber... mich! Ich bin der Sohn des Grafen Bartholomäus von Das Schreiber. Wird's bringen. Macht auf! Warum sollten Sie uns einlassen? Vater ist nicht Ihr Graf. Psst, jemand kommt an die Tür. Ja, was ist? Ist was nicht in Ordnung? Nichts ist in Ordnung. Wir müssen auf der Straße schlafen, wenn ihr uns nicht hereinlasst. Tut mir leid, aber wir gehen jetzt ins Bett. Gute Nacht. Was fällt Ihnen ein? Sie schulden uns nichts, Richard. Wir werden einen anderen Schlafplatz finden. Er sollte mich reden lassen. Die Mönche läuten zur Abendmesse. Er sollte sich reden lassen. Ab zur Kathedrale. Wenn der Abendmesse ist, dann kommt doch bestimmt. Haben wir doch eine Chance. Es ist fast schon Schweigezeit. Wir beginnen gleich mit der Komplett. Oh Gott, ihr seht erschöpft aus. Seid ihr beiden auf Pilgerfahrt? Ihr seht aus, als hättet ihr einen langen Weg hinter euch. Ja, sind wir. Ja, das sind wir. Dürfen wir hereinkommen? Wie könnte ich zwei müden Pilgern je etwas abschlagen? Lasst mich euch etwas Eintopf bringen, während ihr mir alles über euch erzählt. Ellie, du hast gerade einen Mönch angelogen. Na, hast du Hunger Notlüger. Oder nicht? Ein Notlüger. Und hat geklappt. Oha. Als ich am folgenden Morgen erwachte, war ich allein. Ich hoffte, dass Richard einfach früh aufgestanden war, vielleicht um direkt zum Schloss zu gehen. Ich ging sofort los, um ihn zu suchen. Das könnte schlecht enden. So. Wir waren doch schon mal nicht mit ihr, aber mit anderen Charakteren. Der alte Mann hat sich zäh gehalten, hörte ich. Sie haben ihn tagelang ausgepeitscht. Und als es vorbei war, bat er nur um einen Becher Wein. Er hat nicht gebettelt, nur gesagt, beeilt euch, ich hab Durst. Als wäre es ein Fest oder sowas. Man wünschte sich, er wäre noch auf unserer Seite. Welch eine Schande. Aha. Ich kenne sie. Das ist alles ein solcher Unsinn, dass Mathilde Königin sei. Was hat der alte Mann sich nur gedacht? Er war einfach König Heinrich zu loyal gegenüber, sogar nach seinem Tod. Aha. Unterwegs mussten wir einen Gasthaushalt machen. Sie setzten uns Bauernfraß vor. Brei? Und kein Fitzelchen Fleisch. Gibt es nicht ein Gesetz dagegen? Aha, ja, die Adligen haben gut zu reden. Oh, der Wirtschaft. Ihr habt mich gehört. Jetzt geht weiter. Aus dem Weg, Wache. Jeder hat das Recht, sich an den König zu wenden. Aber die Ärmeren sind meist nicht so dumm, davon Gebrauch zu machen. Was sagst du da? Du redest mit dem Sohn des Grafen von Shiring. Und ich bin die Tochter. Wenn du uns nicht durchlässt, lassen wir euch in den Kerker werfen und dort verfaulen. Wie euren Vater, meinst du? Was? Du weißt, wo er ist? Natürlich. Und das solltet ihr auch, wenn ihr seid, was ihr behauptet. Er ist im Gefängnis, gleich hier in der Burg. Wie kommen wir dorthin? Vor dem Tor nach links, auf der anderen Seite des Burghofes. Ihr werdet aber mit dem Aufseher sprechen müssen. Sein Name ist Odo und er hat tiefe Taschen. Tiefe Taschen? Nun, wir Gemeinen können keine Gefälligkeiten für nichts erwarten. Ihr solltet euch besser darauf einstellen. Jetzt macht Platz. Es wollen noch andere zum König. Aha. Ich hätte das auch allein geschafft. So wie du allein weggelaufen bist, ohne mir was zu sagen? Psst, Ellie. Die Leute gucken schon rüber. Sollen sie gucken? Ich glaube, es interessiert sie nicht. Es tut mir leid. Ich dachte, ich könnte mit dem König reden, bevor du aufwachst. Du hast gestern so viel getan.
Ich wollte dich nicht wecken. Bitte, sei nicht sauer. Ist schon gut. Du wolltest mir nur helfen. Oh, sieh mich nicht so an. Es tut mir leid. Sollen wir jetzt zu Vater gehen? Ja. Okay. Sie hat einen Vater im Gefängnis. Wir müssen zu ihm. Okay. Na dann. Ab zum Vater. Ihr müsst zugeben. Aber während... Außerdem, sie muss... Ab ins Gefängnis. Seid ihr zufrieden, Herrin? Natürlich nicht. Aber mein Mann scheint in guter Verfassung zu sein. Ich hoffe, es bleibt... Die Königin. Das hoffe ich auch. Aber gutes Essen ist heutzutage schwer zu bekommen. Oh, ihr seid zu gütig. Das wird eine Weile reichen. Gebt gut auf ihn Acht. Ich bin auf dem Markt. Das werde ich. Gute Geschäfte, Herrin. Was starrst du mich an? Dein Ohr. Du solltest besser auf dich Acht geben. Was sollte das denn? Ich weiß nicht, aber wir haben unsere eigenen Probleme. Komm. So, der Kerkermeister. Bist du der Gefängniswärter? Euer ergebener Diener. Worum geht's? Wir wollen unseren Vater besuchen, den Grafen von Shiring. Er heißt jetzt schlicht und einfach Bartholomäus. Dann ist er hier. Sieh uns an, wenn wir mit dir reden. Wie viel Geld habt ihr denn? Gar keins. Deshalb solltest du dir auch erst gar keine Hoffnung machen. Dann könnt ihr euren Vater nicht besuchen. Tut mir leid. Ein Penny? Okay. Das Wichtigste zuerst. Das macht dann 2 Pennies. Was? Ah, ihr seid drauf reingefallen. Das ist Mac. Ihr Mann hat versucht, einen anderen Händler zu beschwindeln. Ist schiefgegangen. Jetzt hat er alles verloren. Königin. Woher hat sie dann das Geld? Sie hat sein Geschäft übernommen. Arbeitet als Händlerin auf dem Markt. Lustig, dass ihr immer noch so viel an ihm liegt. Bitte, lass uns ihn jetzt besuchen. Tut mir leid, keine Ausnahme. Jeder, der einen Gefangenen besuchen will, muss zahlen. Das sind die Regeln. Das sind deine Regeln. Richtig, aber das macht sie nicht weniger regelig, nicht wahr? Bis jetzt hat mir noch jeder einen Penny zugesteckt. Wenn ich euch umsonst reinlasse, könnten die anderen meinen, ich behandle sie nicht rechtens und dass ich ein ungerechter Mann sei. Und das wäre doch nicht gut, oder? Ich werde einen Penny beschaffen und ihn dir so schnell wie möglich herbringen. Aber kannst du uns nicht jetzt zu ihm lassen? Nur für einen Augenblick? Erst den Penny. Sollte nicht zu schwer sein. Einer von euch muss doch was wert sein. Oh je. Wie geht es ihm? Wenigstens das kannst du mir sagen. Bitte, geht es ihm gut? Nein, er liegt im Sterben. Und jetzt raus mit euch. Okay, wir müssen jetzt irgendwo einen Penny verdienen. Wie auch immer wir das tun sollen. Hast du nicht gehört, was er sagte? Ja, aber er hat gelogen. Das letzte Mal, als wir Vater sahen, war er gesund und lebendig. Manchmal frage ich mich, was in deinem Kopf so vorgeht. Also, wie kommen wir an einen Penny? Wir könnten betteln. Bettler fragen gewöhnlich nach Essen oder Kleidung. Ich habe nie gehört, dass jemand ihnen Geld gibt. Nun, wie kommen Leute an Geld? Der König erhält Geld aus Steuern, Adlige haben Pacht, Priester den Zehnten, Händler haben was zu verkaufen, Handwerker kriegen Lohn und Bauern brauchen kein Geld.
weil sie Felder haben. Lehrlinge kriegen auch Lohn. Arbeiter ebenso. Wir könnten arbeiten. Aber Ellie, ich kann nicht arbeiten wie ein gemeiner Mann. Ich bin der Sohn eines Grafen. Nicht mehr. Du hast gehört, was der Aufseher sagte. Wir sind jetzt nicht besser als alle anderen. Das stimmt leider. 32, 33, 34. Okay, dann verdingen wir uns mal auf dem Markt. Bevormunde mich nicht, Meg. Ich will nur Tasche gebrauchen. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Erst müssen wir wissen, wie es weitergehen soll. Ja, kein Geld. Du wirst doch in die Schotten gehen. Nein, das können wir uns nicht leisten. Verzeihung, Herrin. Oh, ich hab dich doch schon mal gesehen. Im Burghof vor dem Kerker, stimmt's? Du hast Mumm, in dem Aufzug da rumzulaufen. Oh, das war nicht sehr nett. Was gibt's? Wir brauchen Geld und wollen dafür hart arbeiten. Weißt du überhaupt, worum es hier geht? Wolle. Dies ist ein Wollhandel, nicht wahr? Und was tun Wollhändler? Wolle verkaufen? Nein. Naja, letztlich schon. Aber erst müssen wir die Wolle von den Bauern kaufen. Die Bauern bringen die Wolle und die Flamen nehmen sie mir ab. Ich muss sie nur transportieren, zwischenlagern und einen guten Preis erzielen. Und das ist billiger, wenn man's alleine macht. Mit ein bisschen Hilfe von mir, genau genommen. Könntet ihr uns etwas Geld borgen? Wohl kaum. Wofür? Wir müssen mit unserem Vater reden. Er ist Gefangener im Kerker der Burg. Und der Aufseher will uns erst zu ihm lassen, wenn wir ihm einen Penny geben. Wenn ihr ihn wieder seht, wird er 2 Pennys verlangen. Mindestens. Was sagt ihr da? Na, wenn Odo sieht, dass jemand etwas sehr dringend will, dann verlangt er mehr. Am Ende ist er auch nur ein Geschäftsmann. So werden wir Vater nie sehen. Könntet ihr uns helfen, mit ihm zu reden? Tut mir leid, aber nein. Was wolltet ihr im Gefängnis? Entschuldigung, ich wollte nicht neugierig sein. Mein Mann ist auch im Gefängnis. Ihm gehört das Geschäft. Aber er soll Waren mit Untergewicht verkauft haben. Jetzt muss ich nach Flandern reisen und unseren Handelspartnern klar machen, dass sie sich keine Sorgen zu machen brauchen. Während ich mein ganzes Geschäft diesem Mann hier anvertraue. Na, eine kluge Entscheidung. Einem Mann, dessen Rechenkünste einiges zu wünschen übrig lassen. Ich sag euch was. Ich werde euch genug geben, um Odo zu bezahlen, wenn ihr uns helft, die Wollsäcke drin zu zählen. Könnt ihr zählen? Ich hab dir gesagt, dass meine Zahlen stimmen. Da drin sind 23 Säcke. Ja, wir können zählen. Dann geht rein und sagt mir, wie viele es sind. Vielen Dank. Komm, Richard, das machen wir zu zweit. Ja, das klingt doch nach einem leichten Job. Eins. Ein bisschen zählen. Sechs. Was denkst du, wie viele Säcke hier sind? Zehn? 13, 14. Eins. Zwei. Drei, vier. 20. So 10 war also. Das war's. Ich hab's. Ich sag's dir, wenn du fertig bist. Haben wir den schon gezählt? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, mindestens 22. Wie viele hast du? 23. Oh, okay. Bist du sicher? Glaub schon. Bitte zähl nochmal. Was? Wieso? Um sicher zu sein, dass du richtig gezählt hast. Nur wenn du auch nochmal zählst. Mach ich. Eins. Okay, zwei, wir stellen uns mal hier hin. Eins, acht, zwei, drei, neun, vier, fünf, sechs. Elf. Was? 16. Zähl nochmal. Eins. Fertig. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Ich habe 22. Wenn ich nicht irgendwo noch einen Sack übersehen habe. Und? Immer noch 23. Ich zähle 22. Sagen wir es Ihnen. Was soll es? Wir sind fertig.